Vielen Dank. Es ist schön, unter Freunden zu sein. Vielen Dank für diesen barmherzigen Applaus. Und ich sage auch gleich vielen Dank für die tolle Laune, die ihr gebracht habt. Ich finde das total wichtig im Moment, und ich finde es schwer mit der Situation, die wir im Moment haben. Wenn du ein bisschen die Nachrichten guckst, mal ganz ehrlich, also es knallt überall. Und trotzdem gute Laune zu haben, finde ich wichtig. Es knallt überall und meistens wegen Religion. Habt ihr bemerkt? Fast immer wegen Religion. Ich habe immer gedacht, Religion, das ist Toleranz, das ist Liebe. Habe ich was falsch verstanden? Könnte sein, ich war immer sehr naiv. Wisst ihr, dass ich ganz lange geglaubt habe, dass Tour de France, das hat was mit Sport zu tun? Ich war immer sehr naiv. Madame Perra, Sie kennen, oder? Sie kennen nicht Madame Perra? Nein? Wenn wir die deutsch-französische Freundschaft auf Vordermann bringen wollen, Sie müssen sich ein bisschen für Frankreich interessieren, ja? Madame Perra, das war meine Lehrerin von der 5. Klasse. Madame Perra, sie hatte uns gesagt, Kinder, in dieser Klasse gibt es ganz viele verschiedene Religionen. Und es funktioniert wunderbar. Also wenn es hier funktioniert, gibt es keinen Grund, warum es auf der ganzen Welt nicht funktionieren könnte. Auch das habe ich geglaubt. Es war auch so, wir waren viele Religionen in der Klasse. Es gab Katholiken, es gab Protestanten, es gab Muslime, es gab ein Jude. Ich war normal. Und wir haben wirklich jeden Tag zusammen gespielt. Meistens, wir haben gespielt Frisbee. Damals, das war neu. Wir haben das geliebt, so Frisbee. Jeden Tag haben wir es gespielt, bis zu dem Tag, wo einer den Frisbee etwas zu doll geworfen hat. Und da gab es ein Fenster. Das Fenster ist strukturell instabil geworden. Ab da hatten wir kein Frisbee mehr. Das war's. Wir haben gedacht, Mensch, aber womit könnten wir jetzt spielen? Und das war Samuel. Samuel, das war unser Jude, und er hat gesagt, ey, ich habe eine Idee, lass uns mal mit meiner Kopfbedeckung spielen, mit meiner Kippa. Ab da haben wir jeden Tag, du lachst, Madame, aber das war toll, bis zu dem Tag, wo die Mutter von Samuel uns gesehen hat. Wir haben Ärger bekommen, wir haben jeder eine Ohrfeige bekommen, außer der Katholik, der hat zwei bekommen, weil er hat die andere Wange hingehalten. Sie war genervt. Sie hat gesagt, das, was ihr gemacht habt, das ist gegen Juden. Bis heute, ich habe nicht verstanden, was hat das gegen Juden zu tun, dass man einfach mit großer Freude in Frieden zusammenspielt. Das hat mich schockiert, das hat mich traumatisiert sogar. Bis ich 19 war, ich habe nicht mehr ein Frisbee angefasst, weil ich dachte, nein, das ist antisemitisch, da will ich nichts mehr zu tun haben. Madame Perra, eines Tages hat sie uns in der Klasse gesagt, Kinder, ich möchte mit euch ein Experiment machen. Vielleicht seid ihr etwas zu klein, aber wir versuchen es. Wir machen einen Philosophieunterricht zum Thema Hass. Niemand von uns hatte Hass empfunden. Es wäre uns nie im Sinn gekommen, den anderen wegen ihrer Religion zu hassen. Das war kilometerweit von uns entfernt. Also nee, Hass kennen wir nicht. Außer natürlich für den Zahnarzt. Aber das ist ja normal, er hat es verdient. Das ist also... Na, weil in Frankreich, es gibt einen Schulzahnarzt. Wir gehen alle zusammen und unser Schulzahnarzt, der war schlimm. Der hat sich in alles eingemischt, der hat immer gebohrt und so. Zum Beispiel, es gab vor der Schule, es gab einen Süßigkeitsautomaten. Direkt vor der Schule. Wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat sich durchgesetzt, dass der Süßigkeitsautomat nicht mehr da, sondern höher gehängt werden sollte, damit nicht mehr die Kinder, sondern nur noch die Eltern da rangehen können. So ein Vollidiot, der Typ. Vollidiot. Mal ganz ehrlich, wenn die ihn erschossen hätten, hätte ich mich nicht hingestellt mit einem Schild, je suis Zahnarzt. Also, ohne mich. Madame Perra, als sie das gehört hat, sie hat gesagt, das ist aber interessant. Hausaufgabe für nächste Woche. Probiert den Zahnarzt nicht mehr zu hassen. Und dann hat sie auch noch gesagt, und kleiner Tipp für die, die eine Religion haben, sucht in eurer Religion, es kann sein, dass ihr da einen Tipp findet.
Wir haben uns zusammen getroffen, die Katholiken und die Protestanten, die haben ihre Bibel mitgebracht, der Jude seine Tora, der Muslim sein Koran, ich meine Übshefte. Wir haben geguckt, nichts gefunden, noch weiter geguckt, wo ist der Zahnarzt da drin? Und wir haben nichts gefunden und jeden Tag, wir gingen an diesem Automaten vorbei und wir konnten nichts erreichen, das war genau das Gegenteil von dem, was Madame Perra wollte. Jeden Tag ist der Hass gegen den Zahnarzt noch größer geworden. Bis zu dem Tag, wo wir eine Idee hatten. Wir haben die Bibel auf die Tora gelegt, darauf den Koran, dann noch 2 oder 3 Übshefte. Und dann haben wir so vorsichtig und respektvoll darauf gestiegen. Und dann konnten wir tatsächlich den Süßigkeitsautomat wieder komplett erreichen. Und wissen Sie, was passiert ist? Der Hass für den Zahnarzt, auf einmal, der war komplett weg. Und da haben wir verstanden, was Madame Perra immer sagt. Ja, jetzt ist es klar, wenn Religion sich zusammentun, dann gibt es für alles eine Lösung.